Und einen schönen guten Abend, Nachmittag, Mittag, Mahlzeit, guten Morgen, was auch immer, wann ihr uns hört, zeitsouverän wie immer. Hier ist das Ortet, hallo! Und wir sind, hallo. Wir sind wie immer zu viel, wie ihr hört, Hintergrund. Da ist der Markus. Hallo Markus. Hallo, guten Abend oder guten Tag. Ja. Genau, und der Daniel ist auch wieder mit dabei. Hallo Daniel. Hallo. Und der Olaf ist auch mit dabei. Hallo Olaf. Einen wunderschönen guten Abend. Und Timmy, der Hund. Genau. Wir haben jetzt Oscar hier. Ich gehe davon aus, dass man das noch zu Gehör bekommt. Gut, ich bin gespannt. Ja, wir sprechen wieder über Hörspiele. Jeder hat wieder eins mitgebracht. Und weil wir das ja jetzt zuletzt immer so schön gemacht haben, machen wir das auch weiterhin so, dass wir thematisch das Ganze ein bisschen sortiert haben. Dieses Mal soll es um Folgendes gehen. Originelle Ermittler. Tja. Und da hat jeder von uns sich einen ausgesucht oder mehrere oder auch ein Team. Und heute beginnen wir mit dem Daniel. Der darf heute anfangen, weil er noch nie angefangen hat. Ja, könnte sein. Ich weiß es nicht mehr. Hast du die Zeit? Schreib's in die Kommentare. Ja, natürlich. Super, okay. Läuft schon? Ja, seit Minuten. Wie immer, ne? Hast du immer der gleiche Gag gemacht? Ja. Ich habe aufs Knöpfle noch gewartet. Du musst aufs Knöpfle drücken. Ja. Drücken hier, genau. Dankeschön. Ja, ich wusste gar nicht, dass wir irgendwie besondere Ermittler. Ich dachte einfach, Thema wäre Ermittler. Ich suche mir irgendeinen aus. Sehr schön. Originell, ja. Ja, ergibt sich ja dann da draus. Ich denke auch. Du nimmst ja keinen, der denkst, oh Gott. Ich hier ist Sherlock Holmes. Ja, genau. Jeder hat einen Sherlock Holmes mitgebracht. Wäre aber auch mal eine Idee. Den gleichen. Was erzählt man denn dann, ohne sich zu wiederholen? Ja. Wir machen über Sherlock Holmes und man darf nie Sherlock Holmes sagen oder Watson. Das ist auch cool. Da muss man Schnaps trinken. Ja. Ja. Oh Gott. Ja. So, jetzt kommt die super Überleitung zu meinem eigentlichen Thema. Ich muss direkt mal sagen, immer wenn ich an diesen Namen denke von dem Ermittler, habe ich Reinhard Grebe im Kopf, der singt, Rüdiger Nehberg ist tot, er starb in seinem Ratternboot. Ich weiß auch nicht warum. Nur weil der Nehberg heißt, und mein Ermittler heißt Nebe. Nur Nebe. Er hat nur einen Nachnamen. Kommissar Nebe. Ja, okay. Ich versuche mich mal zusammenzureißen. Ich habe mir einen Radiotatort rausgepickt. Das ging bei mir auch ziemlich schnell, als das Thema feststand, dass wir sagen, wir machen Ermittler und dann im weitesten Sinne auch Krimis oder sowas. Der ist mir nämlich hängen geblieben. Und zwar ist mir im Ohr geblieben, damals nach dem Hören, die Dancing Queen. Ein Nebefall aus der Radiotatort-Reihe. Ich spann den Bogen mal gerade ganz groß. Für jemanden, der überhaupt noch nicht mitgekriegt hat, dass das läuft. Und das läuft seit 2008. Gibt es neben dem Tatort im Fernsehen auch einen Radiotatort. Auch da aus den der ARD angeschlossenen Sendeanstalten oder Sendern, die dann im Wechsel Folgen produzieren mit jeweils pro Sender anderen Ermittlerteams. Das heißt, man hat vom WDR jemanden, den Tatort Hamm aktuell noch unter Hamburg, Bremen, der BR, zuletzt sogar Schweizer Radio dabei, ich glaube seit 2019 oder 20, also noch nicht so lang. Und mein Nebel ist vom HR, geschrieben von Friedemann Schulz. Und zwar hat diese Reihe auf insgesamt 6 Fälle gebracht. Leider ist dann der Autor tragischerweise verstorben und danach gab es noch ein paar Wechsel. Dazu muss Olaf später weiter erklären, der weiß das besser als ich. Und allgemein wissen auch Olaf und Martin besser über den Radiotatort Bescheid als ich und über die ganzen Erscheinungsrhythmen und sowas. Das ist jetzt aber mal egal, weil es geht ja um Kommissar Nebe, gesprochen von Sebastian Blomberg. Und das ist für mich so eine Paraderolle, wie man sie nur einem Sprecher auf den Leib schneidern kann. Ich kenne Blomberg eigentlich eher so als Schauspieler. Er wird auch gut ins Theater passen, gehe ich mal von aus, ohne jetzt hier bei Wikipedia zu googeln und rauszufinden, was der alles gemacht hat. Ich weiß, Anatomie war er damals dabei, Was tun, wenn's brennt, so ein ganz komischer, verquerer Til Schweiger-Film. Er hat meistens so eine gewisse Arroganz in seiner Rolle auch, so was Überhebliches. Er steht so über anderen Leuten oft. Aber auch irgendwie charmant. Und diese Rolle des Nebe würde ich da auch mal verorten. Also er ist im Team, aber er nimmt sich auch so ein bisschen raus. Er ist sehr eloquent, fasst sich immer zynisch in kurzen Sätzen mit Kommentaren ein, hat auch nicht die besten Kumpels bei seinen Kollegen.
Und das macht die Rolle auch so spannend. Also ist so ein bisschen verquerer Kopf, der auch privat das, was man immer so zwischendurch in so kleinen Häppchen präsentiert bekommt, wenig Kontakte, ist alleine und brödelt sich so durchs Leben. Aber wie gesagt, irgendwie trotzdem charmant und kluges Köpfchen. Und in diesem Fall Dancing Queen ist er frisch umgezogen an den Waldrand. Und es geht darum, dass man versucht, eine Bande oder mehrere Banden zu stellen, die vermutlich aus dem Osten kommen, in Juwelierläden mit Autos reinkrachen, also durch die Scheibe, die dann ausnehmen, schnell wieder abhauen und sich dann erstmal im Wald verstecken, bis die Luft wieder rein ist. Und gerade an diesem Waldrand, wo er auch wohnt, wird so eine Bande vermutet oder da wurde was entdeckt oder es gibt Spuren. Und dann starten die Ermittlungen mit dem Forstamt-Chef. Sie finden dann so kleine Erdkugeln mit Batterien, leere Batterien. Das ist erstmal seltsam. Und dieser eigentliche Fall strickt sich dann weiter zu einer verschollenen Person, die König heißt. Dieser Herr König ist schon länger weg und auf einmal wird auch die Leiche von ihm gefunden. Der hat wohl lange im Wald sich durchgeschlagen. Und worum es dann da genau geht, es gibt dann auch eine Frau König, einen alten Juwelierladen, eine Tanzschule, daher auch dann meine Dancing Queen, so als Anleihe. Und so spinnt sich der Fall zusammen. Ich möchte jetzt auch gar nicht so viel verraten, weil ich mag diese Nebelfolgen eigentlich sehr gerne und auch die Art, wie ermittelt wird, weil die sehr, sehr dicht erzählt sind. Nebel selbst hat auch immer kommentierende Ich-Erzähler-Parts, was jetzt auch nicht bei jedem Tatort der Fall ist. Die werden ja alle komplett von anderen Teams produziert und auch anders erzählt und die haben alle ihre Eigenheiten. Hier haben wir halt Blomberg, der dann als Ich-Erzähler auch fungiert und kommentiert und nochmal zusammenfasst und auch vorausspinnt schon, finde ich sehr gut. Musik spielt da noch eine wichtige Rolle. Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung nicht alle 6 Nebelfälle nochmal angehört. Ich habe sie irgendwann mal alle gehört. Aber den aktuellen Fall davor, das grüne Zimmer, der war auch sehr spannend. Oh ja. Da kam so Jazz mit rein, Jazz mit so ein bisschen Hip-Hop-Anleihen. Hier ist auch ein bisschen Jazz drin bei Dancing Queen. Es gibt natürlich auch ein bisschen ABBA, so als, naja, es läuft so im Hintergrund. Das hört man quasi aus dem Wald raus als Musik, die dann wahrscheinlich der König hat spielen. Das, ich möchte nicht mehr verraten, das wäre ja Quatsch jetzt. Ja, viel mehr mag ich jetzt gar nicht sagen. Die Reihe ist halt sehr lang. Also ich finde trotz allem, also jetzt mal, um das abzuschließen, meine Empfehlung, mein Tipp, der originelle Ermittler ist Nebe aus dem HR, der es zwischen 2011 und 2016 zu 6 Fällen geschafft hat. Guckt, wo ihr den nachhören könnt, wenn der wiederholt wird oder sonst wo. Gibt ja immer wieder Quellen, wo man sowas findet. Finde ich sehr schön. Und allgemein den Radiotatort, ich höre immer noch gern rein, auch wenn es da immer wieder mal Schwankungen gibt. Denk mal, wie beim Fernsehtatort auch, das gucke ich halt gar nicht so. Ich höre mir trotzdem alle Fälle an, auch was so passiert in Hamm zum Beispiel, der ja lange Jahre für viele der Vorzeigetatort war, weil er so auch klar witzig war, aber nicht so albern witzig, sondern clever witzig und irgendwie auch bissig und dicht erzählte Fälle hatte. Da passiert jetzt auch ein Wandel und Ermittler werden ausgetauscht, bei anderen Teams auch in letzter Zeit. Finde ich eine sehr spannende Sache, was da so passiert. Und gerade auch mit dem SR kam da jetzt nochmal ein ganz anderer Geschmack rein. Da bin ich jetzt selber gar nicht mal so von überzeugt, aber Olaf und Martin halt schon. Du meinst MDR, oder? Nee. Oder den, RBB? Den Schweizer Radio. Das ist die Schweizer? Nee, Schweizer Radio. SRF. SRF, Entschuldigung. Oh, SRF. Ja, ja, okay. Ich dachte, das heißt SR. Siehst du? Da seid ihr vom Fach. Ja, dann lasse ich jetzt mal die Leine los. Also ich bin, wie gesagt, Nebe, HR, fand ich super. Fand ich echt gut, also herausragend gut, auch aus dieser Reihe an Radiotatorten. Ja. Ich auch d'accord gehen, ja. Ja, hast du vollkommen recht. Also ich fand auch Nebe, also es war damals, als das gewechselt hat, war der HR-Tatort vorher, fand ich, einen der schwächsten. Die hatten ein Ermittlerteam, was mich nicht so richtig überzeugt hat, so ein Fotograf und das war irgendwie alles sehr so bruchstückhaft. Das hat auch immer, haben immer andere Autoren geschrieben und so richtig überzeugt hat mich das. Und Nebe war dann plötzlich, der war von vom ersten Fall an, hatte da alles gestimmt. Da war eine tolle Figur, die so den richtigen Schlagweg hatte. Der hatte seine Probleme, wie sich das für so einen Tatort gehört. Also, dass da so ein ordentlicher Anteil von Irrsinn beim Kommissar selbst mit drin ist. Und das hat sich dann durch diese 6 Fälle gezogen, die alle, fand ich, immer irgendwas Besonderes hatten. Also du hast ja schon das grüne Zimmer erwähnt, das fand ich ein ganz großartiges Stand mit dieser Historie, mit diesem historischen Hintergrund.
Ganz toll, dann halt dieser großartige Sebastian Blomberg, den ich immer noch für einen der besten Schauspieler in Deutschland halte, der in dieser Rolle, ja, quasi tatsächlich, wie du gesagt hast, als ob es ihm auf den Leib geschrieben wäre, als hätte man an ihn gedacht, als man die Figur entwickelt hat, hat man vielleicht auch, aber das ist wirklich, wirklich ganz, ganz groß, ja. Also ich bin auch Riesenfan und leider ist nach dem Tod des Autors dann, ist dann der HR da auch wieder in altes Fahrwasser geraten, macht jetzt auch wieder so einen ganz komischen Tatort, der mich dann auch nicht überzeugt. Also ich habe die auch gerne gehört und habe die jetzt im Zuge der Vorbereitung nachgehört nochmal. Ich kannte 2 oder 3, aber das Grüne Zimmer zum Beispiel kannte ich noch gar nicht. Und den fand ich herausragend, weil der so in eine Richtung geht, wo man gar nicht mitrechnet. Mhm. Also wie das ausgeht, ist wirklich toll. Mit diesem also man weiß am Anfang gar nicht. Und dann gibt es nur einen Fall, da wird ein Kind ermordet. Und der hat mich auch sehr, der war sehr gut gemacht einfach. Der Blomberg ist mir vor allem aufgefallen in einigen großen Hörspielproduktionen als Erzähler in den letzten Jahren, wo er auch super eingesetzt wird. Mhm. Und in der Rolle finde ich halt toll, die er jetzt hat, der Nebel, dass der oft mal im Fernsehen heißt die vierte Wand oder im Kino und hier halt die dritte Wand oder die Wand hin zum Zuhörer. Er wendet sich an uns und weil er immer wieder sagt, sie haben ja sicher gehört oder vielleicht wissen sie noch vom letzten Mal. Also das schafft so eine ganz eigene Verbindung zu mir als Hörer und ich fand es auch sehr schade, dass da nach 6 Folgen Schluss war, weil man von dem noch viel mehr und ich finde aber auch gut, wie er eingeführt wird. Man weiß auch gleich am Anfang, nach dem ersten Fall, dass irgendwas schiefgelaufen ist in seiner Vergangenheit und da wird nicht so ein Geheimnis draus gemacht. Und es gibt ein, zwei Figuren, die halt immer wieder kommen, die Briefträgerin zum Beispiel, die ihm die Wohnung organisiert und die immer nach ihm guckt und so. Und er ist halt eher so ein einsamer Wolf, der eigentlich seine Ruhe haben will und manchmal auch arrogant rüberkommt. Aber das ist sehr, eine sehr angenehme Farbe in diesen Radiotatorten, die sich ja doch irgendwann, wenn die Ermittler zu lange am Werk sind, auch leider auch haben, wie ich finde, sich einfach totlaufen. Das war nach den 6 Folgen von Nebel eben noch gar nicht, wo ich mir echt gern gewünscht hätte, dass der nochmal da noch weitere Geschichten schreibt. Aber andererseits ist es vielleicht auch gut, wenn die Stimme halt weg ist oder der Autor, dass man es dann nicht zwanghaft weiterführt. Ja, wäre auch schwierig. Könnte ich mir auch nicht vorstellen, dass das dann jemand irgendwie so übernimmt oder so mit den gleichen Figuren. Glaube ich. Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Schwierig, ne? Was ich auch ganz toll fand, ist immer, wie die Atmosphäre von diesem ominösen Rotenburg eingefangen wird. Wie speziell das da ist und manchmal irgendwie gefühlt sogar märchenhaft komisch und verschroben. Und das ist auch immer noch sowas, was das Ganze irgendwie nochmal rausgehoben hat, finde ich. So aus dem allgemeinen Radiotatort-Trott, den es ja durchaus gibt, leider. Ja, es ist halt so eine besondere Figur, wie es der HR auch bei Tatort und Polizeiruf, also im Fernsehen hatte, also den... Die haben ja auch den Moreau, das ist ja auch ein Charakter, der also jetzt nicht unbedingt ähnlich ist, aber so von der Anlage, so von den Besonderheiten und vom Abstand zu anderen, ich sag mal, in Anführungszeichen normalen Tatorten, sind die ja ähnlich weit weg und eine ähnliche Idee dahinter, dass so die Figur und die Besonderheiten der Figur so im Mittelpunkt der Fälle steht. Interessant, das hat man hier ja auch genutzt, ja. Dass mich normalerweise sowas stört, wenn dieses Übermaß an Ich-Erzählern eingesetzt wird. Normalerweise stört mich das, aber bei dem zum Beispiel gar nicht, weil das Ganze auch nochmal anders gemacht wird so ein bisschen. Und eben auch diese direkte Ansprache, was ihr schon gesagt habt, das macht das Ganze auch nochmal, hebt es auch nochmal ein bisschen deutlich. Ja, das hat halt auch keine Belanglosigkeiten drin. Das ist ja schon sehr, sehr, sehr dicht und sehr auf den Punkt geschrieben. Null redundant, ne? Also da. Ja, genau. Und wenn man es nochmal hört und nochmal, findest du, glaube ich, immer noch Halbsätze, die vorher durchgerutscht sind, wie er wieder irgendwie einen zynischen Kommentar noch hinterher schiebt, so, wir sind ja kein richtiges Team, wir sind hier mehr so ein Kindergarten und dann lässt er wieder so einen Halbsatz fallen, aber so ganz, ganz leise nur, also gar nicht so auf die Pauke den Witz gehauen, sondern einfach so im Nebensatz schwingt das so mit, finde ich super. Ja. Ja, auch wie er Verhöre führt oder wie er kommuniziert. Er wirkt ja manchmal die Leute ganz gnadenlos ab oder sagt so, nee, es ist nicht so wichtig, braucht man nicht. Und es wirkt sehr überzeugend so. Also auch wenn er von der Polizeiarbeit erzählt, nimmt man ihm auch ab, dass er halt jetzt ein Bulle ist und dass er das alles, es gibt so Szenen mit einer Obduktion, wie er zu einer Obduktion geht zum Beispiel,
ja, wo es einem schon mal kalten Rücken unterlaufen kann, aber wie er es mit so einer Kälte und so einer Routiniertheit irgendwie rüberbringt, nimmt man ihm doch ab, ja, er ist erfahrener Polizist einfach, ihm kann keiner mehr was vormachen. So. Ja, er hat so eine schöne Mischung aus Klischees bedienen und Klischees ablehnen. Das finde ich da eigentlich ziemlich gut. Ja. Schön zusammengefasst. Ja, was sagt der Wecker? Du hättest noch eine halbe Minute. Nee, okay, die, ich weiß jetzt nicht, was ich noch sagen soll. Ich grüße noch alle. Frohes neues Jahr wünsche ich nochmal. Ja. Ja. Welchen Tatort höre ich denn noch gern? Es ist wirklich schwierig. Wie gesagt, schon Hamm ist halt seit jetzt Ochsenknecht und Halbwachs. Feuerbäumen weg ist. ja, ist jetzt wieder ein ganz anderer Tenor da drin. Die Fälle werden auch irgendwie, weiß ich nicht, früher war das irgendwie cleverer, habe ich den Eindruck. Jetzt rutscht man so in ein Mittelmaß rein. Schade. Schau mal, was da kommt. Da ist das Signal. Signal. Hört doch einfach den FF-Tatort. Ich hab mich für was Smootheres entschieden. ja, wir sind auch älter geworden und reifer. Genau. Ich finde das schön. Gut. Ja. So. Fertig. Jetzt kommt die Grano-Fink-Werbung und dann kurz unterbrechen, wir sind gleich wieder da. Nein, dann mache ich gerade weiter, weil so ja, vom Radio, das Knöpfle noch, ne? Ja, ich drücke dann parallel. Ich bin ja Multitasker sozusagen. Ich kann also gleichzeitig reden und aufs Knöpfchen drücken. Mhm. Und damit jetzt schon die ersten 10 Sekunden von der Uhr nehmen. Sehr gut. Ganz clever. Ja, vom Radio-Tatort ist es eigentlich ein kurzer Weg. Also damals, als der Radio-Tatort aufkam, waren ja alle ARD-Sender dabei, außer der Deutschlandfunk. Die wollten damals nicht mitmachen, hatten aber tatsächlich ein eigenes Format zu der Zeit, was eigentlich ganz ähnlich gestrickt war und eigentlich da wunderbar reingepasst hätte. Also wäre da einfach nur das Tatort-Label draufkleben müssen. Das hat ja der WDR mit Hamm irgendwann auch gemacht. Die hatten den, die Hammer gab es ja auch früher schon mal. Und als die ersten Radio-Tatorte aus WDR ausgelaufen sind und die nicht so toll waren, hatten sich ja auch nochmal drauf besonnen. Aber beim Deutschlandfunk bzw. Deutschlandfunk Kultur hat man das sausen lassen, hat aber die Serie weitergeboren. Es geht um die Serie Serjoscha und Schulz, die ursprünglich gar nicht als Serie gedacht war, sondern nur als, ja, erstmal einen Krimi zum Gucken und dann hat man noch einen zweiten gemacht und irgendwann war es dann plötzlich eine Serie. Eine eigentlich recht einfache Idee, aber in ihrer Einfachheit auch total clever. Man nimmt zwei Ermittler, das Besondere damals zwei Frauen, auch eher ungewöhnlich. Diese Frauen haben beide einen sehr unterschiedlichen Hintergrund. Die eine aus dem Proletariat und dem Osten und die andere aus einem zwar verarmten, aber noch immer im Geiste sehr reichen Adelsgeschlecht. Und aus dem Hessischen, das liegt mir natürlich auch total nahe. Und die beide bringen auch noch jeweils etwas Gepäck mit, und zwar familiäres. Die Ostkommissarin, Frau Schulz mit TZ, hat einen Sohn, einen pubertierenden Sohn. Und die Westkommissarin hat eine Mutter, die alle nur die Gräfin nennen und die mit einem wunderbaren Hessisch diesen ganzen ich sage jetzt schon Tatort, aber es ist, ist ja eine eigene Krimiserie. Aber diese ganze Reihe doch sehr beglückt und auch immer wieder dafür sorgt, dass die Tochter in Weißgut gerät, was man dann auch dann immer daran feststellt, dass die dann auch in ein schönes, breites Hessisch verfällt. Ja, toll gespielt ist das Ganze von Nina Weninger und Franziska Trögner, die beiden, ja, da ist es auch so, da, als ob man denen die Figuren quasi schon beim Schreiben im Kopf gehabt hätte. Die passen wirklich da auch beide wie die Faust aufs Auge. Das sind beide genau die Charaktere, die man sich da wünscht. Und wenn man das Ding gehört hat, hat man eigentlich auch so das Bild von beiden im Kopf. Und das Ganze wird noch abgerundet von einem Zuspieler, den Eugen, ein etwas rangniedriger Kommissar mit Wortfindungsschwierigkeiten, wie auch ich gerade. Und der wird in den ersten Folgen zumindest von Stefan Kaminski gespielt. Später wechselt es dann bei den letzten zwei, aber in den ersten Folgen war es halt immer Kaminski.
Ja, Sergioscha und Schulz, wir werden in der ersten Folge gleich reingeschmissen. Beide sitzen im Auto und sind in einer Verfolgungsjagd, haben sich gerade frisch kennengelernt, ist quasi ihr erster Einsatz. Und allein in diesen 3-4 Minuten, wo das Ganze spielt, lernt man schon so viel über die Figuren, ohne dass man Erzähler bräuchte, ohne dass man irgendwie groß in irgendeine Handlung eingeführt wird, wird mitten reingeschmissen und hat eigentlich nach 3-4 Minuten schon ein Bild im Kopf, was dann quasi wie eine Skizze dient und dann in den restlichen 45 Minuten nur noch ein bisschen ausgemalt werden muss. Und das ist allein großartig, weil auch hier ist es jetzt nicht unbedingt die grandiosen Fälle, die dahinter stehen, sondern wirklich die Reibung zwischen den Figuren, das Besondere, der Witz, der da immer mitschwingt. Es sind wahnsinnig gute Sprüche, also es ist also so ein Humor, der auch noch so ein bisschen überraschen kann, also der schon, also ich finde zumindest, doch sehr viel Originalität birgt und mich jetzt auch beim zweiten Hören dachte, ach guck mal, das ist ja auch mal eine schöne Redewendung, die könntest du dir eigentlich mal merken. Also es sind wirklich schöne Sachen drin und nicht so ein Humor, wie man denkt, naja, das hat man jetzt auch schon 100 Mal gehört. Das passt da also wirklich wie die Faust aufs Auge. Wie gesagt, die familiäre Verbundenheit in jedem Fall spielt das eine Rolle. Und gerade im zweiten, wo es auch tatsächlich darum geht, dass die beiden Mitprotagonisten da in Gefahr geraten, ist es ja nochmal besonders sogar, dass es eine besondere Eignung, aber es ist eigentlich in jedem Fall, wo die eine Rolle spielen und es gelingt immer wieder, das sehr geschickt einzubauen. Natürlich darf man das nicht allzu sehr hinterfragen an der Realität. Das ist natürlich alles sehr, sehr weit ausgedehnt, was die Konstruktion dieser Fälle betrifft, damit das auch passt. Aber es ist jetzt nicht so, dass es unangenehm schräg wäre. Dadurch ist einfach der Humor viel zu gut und das ist wie bei den ersten Hammer-Radio-Tatorten, da ist man einfach sehr gut unterhalten worden und das lief ziemlich gut zwischen den Protagonisten ab und das macht einfach über die Folgen richtig Spaß. Zum Beispiel die zweite ist es, da fand ich total super, dass man einen sehr komplexen Fall hat und das Ganze in 40 Minuten erzählen kann und man hat das Gefühl, es war viel länger, ohne dass es jetzt, weil man denkt, es war langatmig gewesen, aber weil es einfach so viel drin war und so gut und so dicht erzählt war, dass einem das überhaupt nicht wie so ein rasanter Ritt vorkam. Ja, das war mein Sinf erstmal. Ihr dürft. Ich finde es auch großartig. Es macht immens Spaß tatsächlich. Man wird ein bisschen überfahren am Anfang. Ich habe mit meiner Frau gestern, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und ich habe mit meiner Frau gestern Abend die erste nochmal angehört. Es hat einen Riesenspaß gemacht. Meine Frau war ganz begeistert, weil vor allem, Zitat, endlich sind da auch mal Frauen vorne dran. Und also der Frauenanteil ist deutlich höher als in so manchem anderen Krimi-Überhaupt-Hörspiel. Und das ist schon mal was das Ganze auch ein bisschen rausstechen lässt. Und dann natürlich diese zwei beknackten Figuren, die einfach sensationell zusammen sind. Aber wie gesagt, es ist am Anfang da, heide Witzka, da muss man dann schon ein paar Mal durchatmen. Aber es ist wirklich ein Riesenspaß. Allein die beiden, wie schnell die sich diese Dialoge um die Ohren hauen, dass man wirklich manchmal Probleme hat, mitzukommen tatsächlich, weil die einfach so schnell sind manchmal in ihren Gehässigkeiten, in ihren Liebeleien und eben alles komplette Breitseite. Finde ich ganz toll geschrieben, also so pointierter Humor, also macht großen Spaß und es wird sogar noch ein Krimi reingebaut, der auch noch seine Ecken und Kanten hat, gerade im ersten Fall zum Beispiel, wie da mit den höheren Autoritäten umgegangen wird, ist großartig. Ja, stimmt. Das ist der Knaller und ich bin ein großer Oliver Bukowski-Fan, der hat es einfach drauf und kann so tolle Sachen schreiben wie Sergioscha und Schulz. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, wenn man so ein bisschen Sinn für das Skurrile und einen Humor hat.
Ja, ich bin auch dankbar für den Tipp. Ich kannte die noch gar nicht. Und ich muss auch sagen, am Anfang ist es, also wenn man sie am Stück hört, dann wird es ein bisschen viel. Also ich habe dann mal pausieren müssen zwischendurch, weil dieses Gag-Dauerfeuer und dieses Sarkasmus-Dauerfeuer ist ein bisschen anstrengend. Aber dennoch sind gerade die beiden Hauptfiguren wirklich klasse. Und eben wie Olaf meinte, oder Martin vorhin meinte, dass die Krimi-Handlung auch nicht zu kurz kommt. Weil die Stücke dauern auch nicht so lang, glaube eine Dreiviertelstunde oder 40 Minuten. Und ich fand auch gerade den zweiten ganz klasse, was die Story einfach angeht. Also dass man sich nicht auf so blöde Leinen oder auf so rein den Humor verlässt, sondern dass man da wirklich versucht hat, noch anspruchsvolle Krimi-Handlungen reinzubetten. Und was auch ein bisschen weird ist, sind die Mutter-Tochter- und Mutter-Sohn-Konstellationen manchmal, weil so Familienbande und Familienbeziehungen spielen immer wieder eine Rolle. Und das ist manchmal ein bisschen weird, aber das macht nichts, weil das hatte ich jetzt, hört man sonst auch nicht so. Und die lieber habe ich lustige und skurrile Figuren als lauter, weiß ich nicht, lauter Trantüten. Also das bin ich sehr dankbar für den Tipp. Ich kannte die noch gar nicht. Und es wäre auch schön, wenn aus denen halt einfach eine Tatortreihe geworden wäre. Ja, weil ich glaube, mehr als die 6 Stück gab es ja nicht. Nein. Ja, schade eigentlich, was hätte ja halt mal einfach mit ins Programm nehmen können bei die Tatortreihen. Ja. Es sind ja ein paar ausgefallen, ein paar Doppelungen. Also es wurden ja ein paar Sachen wiederholt. Mein Gott, hätte man die ja auch mit reinnehmen können, um mal so eine ganz andere Farbe reinzukriegen. Ihr habt meinen Stichwortzettel komplett abgehakt. Mein erstes Stichwort ist Frauen-Ausrufezeichen, weil also so prominent Frauen in einem Krimi habe ich, glaube ich, noch nie gehört, ehrlich gesagt. Also wüsste jetzt nicht wo. Ich kannte die auch noch gar nicht, die zwei. Habe irgendwie den Deutschlandfunk wohl nicht im Podcast-Abo oder so. Es gab es auch nicht. Also es wurde damals gesendet und das war's dann. Also das war auch, das wurde auch nie wieder wiederholt. Okay, und noch mehr schade dann quasi. Dann ganz kurz. Ich wurde auch überfahren mit der ersten Folge. Also es geht ja wirklich im Auto los, um das jetzt mal diesen Gag da aufzulösen. das gibt ja halt Vollgas, das Ding. Und die Sprüche werden um die Ohren gehauen. Es ist halt echt dieses, wie ist es Gag, abwatschen. Also einer fängt an, der nächste kontert, wie so Bud Spencer, Terence Hill. Also richtiger Buddy-Dialoge sind das. Und die lassen auch nicht locker. Also auch, ich habe es jetzt nur bis Folge 4 geschafft, weil mir die Zeit ausgegangen ist. Aber auch da geht es ja los irgendwie mit einem Wellnessurlaub und dann übernehmen sie doch einen Fall und dann knallt das direkt auch wieder diese Sprüche. Manchmal hat man auch so Situationen, wo beide das gleiche antworten im selben Moment, was man, also wie so ein Bauerntheater. Ich meine, das ist nicht böse, aber weißt du, wie so halt diese wie in so einer Gag-Show, also in so einer Sketch-Show so ein bisschen präsentiert. Es ist mega schnell. Ich habe es erst versucht zu hören, so nebenbei, wie man so einen Krimi manchmal hören kann. Kannst du hier gar nicht. Nee, das ist einfach zu laut, zu schrill und aber auch gut und auch zu dicht. Also es ist wirklich sehr dicht erzählt. Wie du sagst, 40 Minuten reichen da aus. Das ist schon der Wahnsinn. Und es kommt einem überhaupt nicht so kurz vor. Ich finde es super. Ich finde es echt gut, dass es sowas gibt. Also sowas sollte es viel mehr geben als nochmal den 10. Sherlock Holmes vom nächsten Label. Warum denn nicht sowas? Gerade bei Radiosendern ja nochmal besser aufgehoben und auch die, wie ihr schon sagt, Mutter- und Sohn-Konstellation ist spannend. Ja, wunderbar. Vielen Dank für den Tipp. Hatte ich noch nicht gekannt. Ja, das Schöne ist, also ich habe eben gesagt, es wurde nicht mehr wiederholt. Gerade jetzt wird es wiederholt. Also Silvesterabend hat Deutschlandfunk Kultur die ersten zwei Fälle ins Programm genommen und das Ganze dann auch zum Download gestellt. Und Mitte Januar läuft schon der dritte Teil. Also das sieht ganz gut aus, als ob alle 6 Teile nochmal ins Radioprogramm kommen im nächsten halben Jahr und auch dann jeweils zum Download verfügbar gemacht werden. Also das, ich gehe mal von aus, dass man in den Genuss kommen kann, alle Fälle nochmal zu hören. Cool. Das ist doch schön. Ach, schönes, versöhnliches Ende dann. Ja, aber ich wollte noch was zu Bukowski sagen, weil A, okay, ist der Mann, also ich habe ja viele, die gute Hörspielmacher, die mein Jahrgang sind. Sven Stricker oder Koppelmann oder so. Also ist ja schon, aber Bukowski, der hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich, immerhin. Ja, Oscar, habt ihr gehört, ja. Bukowski hat ja eines meiner absoluten Lieblingshörspiele, Balkes letzte Liebe. Balkes letzte Liebe, das ist auch ein tolles Ding, ja. Er macht ja leider seit, ich glaube 2016 hat er aufgehört, fürs Hörspiel zu schreiben, macht er eigentlich nur noch Theater und Fernsehen. Da gibt es aktuelles von ihm, Warten auf den Bus, das ist auch eine sehr hochgelobte Serie, findet man bei RBB, also beziehungsweise in der ARD Mediathek, kann man das Ganze gucken, sollte man mal einen Blick drauf werfen, das ist
auch sehr, sehr gutes Fernsehen. Sagen wir hätten noch 1,45. Kann ich jetzt noch in den Ring werfen? Was ich noch schön fand, ist tatsächlich so bekloppt, das klingt, dieses Ost-West-Thema, ist auch immer mein Thema, dass das ja sehr plakativ und sehr auch sehr auf die Omme und sehr runter gepitcht quasi auch am Anfang kommt, aber das trotzdem nicht wirklich albern ist. Das heißt, da ist trotzdem, finde ich, immer noch so eine kleine Lage drunter. Also es ist nicht nur wirklich nur so oberflächlich Blödsinn, sondern da ist immer so eine ganz kleine, hauchdünne Lage drunter. Und das finde ich auch bemerkenswert. Kommt Bukowski aus dem Osten? Kann das sein? Ja, ist ein Cottbus geboren. Ja, siehste, habe ich mir doch gedacht. Das passt irgendwie, ja? Ja. Diese Sichtweise. Mhm. Sehr schön, doch, doch. Ja, dann komm, machen wir einen Deckel drauf. Na, dann machen wir alles gesagt haben. Sehr schön. Ja. Dann komme ich jetzt zu was kommerziellem Schnöden. Ja, weg vom Radio, von diesem Kunstkrempel, hin zu was Handfestem. Naja, handfest ist so eine Sache. Seit geraumer Zeit macht der gute Tommy Krabbeis, den man ja seit RTL Samstagnacht so kennen kann, als Kind der 90er. Ich erinnere mich bis heute noch an seinen allerersten Auftritt. Der war ja nicht ursprünglich dabei, der kam ja später zu diesem Team dazu, wo er mit Mirko Nonchef, Gott oder wer auch immer, hab ihn selig, diesen ersten Sketch gemacht hat. Und da haben sie quasi die komplette Einrichtung zerlegt. Ich dachte, wer ist das denn für ein Typ? Ja, Tommy Krabbeis ist das. Der später uns so Sachen wie Bernd das Brot geschickt hat, geschrieben hat, gebastelt hat, was auch immer. Bernd das Brot ist ja auch, finde ich, eine ganz fantastische Figur tatsächlich, die auch so schön gegen den Strich gebürstet ist. Und Sachen macht, die sonst keiner macht. Zum Beispiel der Raufasertapete beim Trocknen zugucken. Das ist immer so ein sehr schönes Bild. Tommy Krabbeis hat's also mit dem Humor. Und seit geraumer Zeit schreibt Tommy Krabbeis auch Hörspiele. Und das für Audible hauptsächlich. Und da hat er zum Beispiel auch ganz schöne Klopper rausgehauen, wie zum Beispiel die Zwerge hat er vertont damals. Und ja, wir haben uns das dann angehört und fanden das dann irgendwie nicht so gut, weil das irgendwie nicht so richtig hörspielerisch geschrieben war, weil der Erzähleranteil zu hoch war und das ein bisschen dröch dann letztlich rüberkam, so dass man da nur nach einer Stunde keine Lust mehr hatte, so wirklich zuzuhören. Ja, und so seitdem war ich halt immer, wenn Tommy Krabbeis Hörspiele geschrieben hat, habe ich gedacht, ja, dann kam hier Ghost Sitter raus, was ja ein Riesending ist bei Audible und in der 500. Staffel mittlerweile läuft mit 500 Ablegern. Das war so, ja, das war ganz lustig. Da waren halt auch viele von Samstagnacht und in diesem Dunstkreis mit dabei. Leidlich lustig und so, ja, so gedacht, ja, auch nicht so wirklich meins. Und dann kam letztes Jahr Kohlrabenschwarz raus. Und ich dachte, ja, Tommy Krabbeis, Kohlrabenschwarz. Naja, mal reingehört und oha, okay, das ist ein anderes Kaliber. Und zwar geht es darin um den Stefan Schwab. Stefan Schwab ist ein Psychologe, der quasi zum Tatort gerufen wird von der Polizei, um sich um die Opfer zu kümmern und psychologischen Beistand zu leisten. Und so hat er halt schon diversen Kontakt mit Kriminalfällen gehabt und hat sich da auch immer ab und an mal in Ermittlungen eingemischt, sage ich jetzt mal, und hat halt auch Kontakte zur Kriminalpolizei. Ja, und kommt dann mit ein paar Leuten zusammen in ganz komisches Fahrwasser, denn es wird märchenhaft. Das Ganze spielt erstmal im bayerischen Raum, also in der Nähe von Rosenheim. Und er kommt da in Kontakt mit ganz merkwürdigen Fällen. Und diese Fälle, die scheinen alle irgendwas mit Märchen zu tun haben im weitesten Sinne. Und das ist immer am Anfang noch so gemacht, dass man denkt, ja, das ist jetzt irgendein Spinner vielleicht, der sich jetzt so verhält, als wäre der in einem Märchen. Ja, bis dann immer mal so durchsickert, dass es anscheinend da wirklich irgendwas Märchenhaftes mit zu tun hat, sprich aus einer anderen Welt, wie auch immer das dann jetzt gestaltet ist, irgendeine Form von Magie auf jeden Fall mit hineinspielt. Ja, und spielt im Endeffekt so ein Märchenbuch rückt da immer mehr ins Zentrum und nach diesem Märchenbuch scheinen also diverse Untaten begangen zu werden und irgendwas scheint es mit diesem Buch auf sich zu haben. Ja, und dann geht's um komische magische Artefakte und also immer mal blitzert so Magisches hindurch.
Und er hat sich, also er ist dann nicht allein bei den Ermittlungen, sondern zu ihm gesellt sich eine illustre Runde, unter anderem seine Ex-Frau, mit der er sich divers kabbelt. Die haben eine gemeinsame Vergangenheit und ja, da gibt es dann so einiges aufzuarbeiten. Und nicht nur sie, sondern auch ihr neuer angetrauter Freund, wie auch immer, ein Pfarrer und ein evangelischer, kein katholischer. Und dieserjenige, der ist quasi der eigene, also für mich immer der heimliche Star bei Kura am Schwarzwald, der ist der Knaller. Jürgen Tonkel spricht den Franz und der Franz ist einfach, das ist so eine geile Figur. Der hat so einen merkwürdigen, trockenen Humor und eine gewisse Tollpatschigkeit. Also der ist einfach, also allein ihm zuzuhören, lohnt schon Kohlraben schwarz anzuhören, weil das wirklich so lustig ist, was er sagt und tut. Finde ich sehr unterhaltsam. Und dann gibt's noch eine, ja, seine neue Angetraute, wenn man so will, die Anna, die auch bei der Polizei arbeitet. Und so begeben sich die vier halt von Tatort zu Tatort im Endeffekt und erleben immer merkwürdigere Dinge. Das schraubt sich immer mehr hoch. Irgendwann explodiert eine Schule und es wird immer vogelwilder. Und das ist eigentlich der eigentliche Knaller bei diesem Ding. Was für vogelwilde Sachen da passieren. Also das ist wirklich bunt bis zum Anschlag. Diese Figuren sind ganz toll, wie die miteinander agieren. Höchst unterhaltsam, sehr humorvoll geschrieben und zwar auf einem Niveau, also für mich jetzt, Humor ist ja immer ein bisschen schwierig, also bei mir trifft es tatsächlich ins Schwarze, weil das so eine ganz tolle Mixtur ist aus, ja, dieses Humoristische, dann hat man wirklich ziemlich drastische Fälle, wo es wirklich ans Leben geht und hier Blut und Gedärm und so weiter, also auch gruselig wird tatsächlich, Action geladen, also es sind wirklich auch krasse Action-Szenen, also gerade hier mit der Schule und der Explosion und so. Und dann halt noch dieses komische, mystische, magische da und drunter wabert, was auch immer mehr wird und immer mehr wird. Und also spätestens in der zweiten Staffel, da sind sie dann nicht mehr zu viert, sondern zu fünft, weil da noch eine Knallerfigur, ein Schwarzalb mit dabei ist. Und auch, also allein der Schwarzalb ist es auch schon wert einzuschalten, weil das auch so eine geile Figur ist. Also schöne Figuren, eine ganz kreative Geschichte mit kreativem Umgang mit verschiedenen Genres, also eine ganz wilde Mixtur, höchst unterhaltsam geschrieben. Der Erzählanteil ist zwar da, aber er ist, finde ich, nicht so hoch wie jetzt bei anderen Sachen von Tommy Krabbeis. Also ich komme damit völlig klar. Es ist Götz Otto, der spricht, der macht das auch ganz gut. Und es ist schöner also finde ich auch organischer eingeflochten als bei den anderen Sachen von Tommy Krabbeis. Michael Kessler ist zum Niederknien gut als Stefan Schwab. Wie Jürgen Tonkel als Franz. Bettina Zimmermann spricht seine Ex-Frau. Und Bettina Lamprecht, also hier, da wird die Switch-Garde quasi ausgepackt, ist Anna, ist seine Freundin. Tolle Schauspieler. Und vor allem, also wie gesagt, das Originellste bei dem Ganzen ist diese Mixtur aus verschiedenen Genres, die dann in diesem, was auch immer münden, dass sich da Kohlraben schwarz nennt. Ja. Also ich bin sehr angetan, auch von der zweiten Staffel, haben mittlerweile ja auch gehört. Und das macht mindestens genauso viel Spaß. Also wenn ich an die Szene denke, wo sie über ein Schloss, bei einer Schlossführung in diese Unterwelt, in dieses unterirdische Gefängnis, dieses magische Gefängnis gehen, Stefan Schwab zusammen mit dem Schwarzalb, das ist so köstlich, dass ich sehr hart lachen musste. Ja. Ja, jetzt halte ich mal meine Klappe. Wie ging es euch denn? Seid ihr noch da? Ich bin noch da. Gut, dass du nicht so viel verraten hast jetzt von Staffel 2, die fehlt mir nämlich noch. Ich habe jetzt die erste dann doch durch noch gekloppt. Also, um das nochmal erwähnt zu haben, wir haben ja hier nicht nur Einzelfolgen, wir mussten ja uns für die Vorbereitung auf diese Folge sehr, sehr viele Hörspielstunden um die Ohren schlagen. Boah, das ist schön. Das hätte ich nie alles schaffen können. Aber das hier habe ich mir echt gegönnt, vor Weihnachten angefangen, irgendwie Donnerstag oder zwischen den Jahren. Hab donnerstags 5 Folgen gehört von der ersten Staffel und freitags drauf die anderen 3, weil das einfach so gut war. Das hätte ich auch nie im Leben erwartet. Ich kenne Tommy Krabbeis wie du auch nur von der Samstagnacht. Dann war ich früher öfter mal auf der Roleplay-Convention in Köln wegen meinem anderen Hobby Tabletop. Das gab es da halt auch. Und da war immer so ein Mittelaltermarkt und da war er draußen, weil er ja auch Fantasy schreibt mit Merle und die Feuerbringer und auch da so lab-affin ist, sage ich jetzt mal, und da auch Fans hat.
Hätte ich nie im Leben mit gerechnet. Da stand er in so einer Gewandung halt da, einfach so an seinem Stand, wie ein normaler Mensch. Ne? Und als das dann vorgeschlagen wurde oder ich das erste Mal gesehen habe, Kohlraben schwarz und dann auf diesem Titelbild bei Audible hast du dann auch direkt den Kessler vorne und dachte ja, dann ist mein, der erste Eindruck war für mich, ja, das wird halt irgend so eine klamaukige Kiste sein und habe mir da nicht weiter was bei gedacht, aber dass das dann sowas ist, also im Leben hätte ich nicht dran gedacht, dass das so eine Handlung sein könnte, so eine Art Fälle und so eine Geschichte. Tatsächlich dreht das ja erst in der ersten Staffel, in der letzten Folge so richtig ab, wenn sie dann da verschütt gehen, sage ich jetzt mal, und wo der Auftrag dann klar ist und diese Taskforce oder dieses Team dann quasi gefunden ist. Vorher hat es so ein bisschen One-Shot-mäßig die Folge noch so Einzelfälle, die dann immer weiter verweben. Fand ich sehr gut. Ich habe leider gucke ich gerade, was heißt leider, ich schaue gerade parallel wieder Pastewka, wie so einmal im Jahr, und da ist ja auch Kessler und hier Nachbarin, mein Gott, Namensdingsbums. Lamprecht? Ja, Lamprecht als Nachbarin und die heißt ja Frau, oh mein Gott, ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt die ganze Zeit die Gesichter vorm Auge. Das ist so ein bisschen der Nachteil, finde ich. Bruck heißt sie. Bruck, genau. Die Bruck. Ja, Pastewka fehlt irgendwie noch. Kann man dem noch eine Rolle da reinschreiben? Fände ich gut. Und na, der Hagen muss, direkt der noch muss mit. Der, Opa. Der muss bei Dingens schon mitmachen. Bei, na, wie heißt Olaf, hilf mir. Lord Schmidhand. Achso, ja, Lord Schmidhand ist er dabei, ja, genau. Ja. Ist ja auch von Krapfeis. Ja. Ja. Und deshalb habe ich jetzt, das ist vielleicht so ein kleiner Negativpunkt, den ich sagen müsste, ich hätte die Sprecher jetzt nicht so direkt, klar, ich weiß, das weiß, das macht Audible so, das zieht ja auch, aber ich habe halt direkt Köpfe oder Bilder im Gehirn das hast du zu doch diesen Sprechrollen. Stimme, das ist, seine Stimme ist ja auch einfach irgendwie so, dass ja, selbst, ja, das war das Gemeine jetzt. Das einzig Gemeine bei, Kacke, na, Modezar, oh, Olaf, Hilfe. Lagerfeld. Lagerfeld. Bei dem, ja. Bei dem Lagerfeld-Hörspiel, weil das war auch das Einzige irgendwie, dass man halt trotzdem, obwohl er das so gut macht, irgendwie seinen Kopf irgendwie noch so. Ja, okay, ist vielleicht was dran. Auch bei allem von Christoph Maria Herbst ist immer direkt so, okay, du kriegst diese Stromberg-Halbglatze nicht raus, es ist einfach nicht möglich, es ist einfach drin. Ja. Egal, aber sonst super Ding. Ich gönne mir die zweite Staffel, sobald ich wieder ein Guthaben habe bei Audible und dann höre ich da gerne weiter, sehr gerne. Das hat mich sehr kurzweilig unterhalten, obwohl es ja doch sehr lang ist und wunderbar. Ja, ich fand's auch, ich habe mich auch überreden lassen, da reinzuhören, nachdem ich etliche positive Meinungen drüber gelesen habe und gehört habe. Und ich bin eher zurückgeschreckt vor so Ghostsitter und den Elfen überall mal reingehört, aber war nicht so toll. Und das fängt ja auch eher so wie so ein Heimatkrimi an, wo ich dachte, ja, so Rosenheim-Cops oder so. Und wo man halt auch nicht den Fehler macht, zum Glück irgendwie dieses Bulle von Tölz bayerisch aus dem Fernsehen rauszukramen, sondern die Leute reden relativ normal. Und es beginnt halt wie so ein Heimatkrimi. Und für mich ist halt der größte Qualitätsbeweis, ich habe das nachts gehört und wenn es gegen Ende hin, wird es ja wirklich gruselig. Also es wird wirklich unheimlich. Mhm. Und das ist, wenn die dann runter in diese Höhle gehen. Und für mich war es absolut katzgeklick gemacht, sobald dieser Zwerg, ich es schon länger her, dass ich es gehört habe, ich weiß nicht, ob es schon der Schwarzelf ist, auf alle Fälle gibt es eine Figur, die sich dann ihm gegenüber offenbart. Ein Zwerg oder ein Alb oder ein... Und der hat mich total... ab dem Moment, weil der ist der absolute Knaller. Und ich habe jetzt ja meine gehört zu haben, dass der auch wieder dabei ist in der zweiten Staffel. Und das finde ich, der hat mich total gecasht. Und wie gesagt, ich war überrascht dann am Ende, wie fantastisch und wie, ja, echt unheimlich es auch wird. Also es ist wirklich ja so eine Achterbahnfahrt, so eine, wo man nicht auch nicht so recht weiß, wo es eigentlich hingeht. Und es funktionieren aber alle Aspekte, weil alles sehr gut gemacht ist. Also der Tommy Krapfeis könnte auch jetzt, weiß ich nicht, ein reines Horrorhörspiel sicher mal machen. Und das ist diese Mixtur ist wirklich, hat mich wirklich überzeugt. Ich habe die zweite noch nicht gehört, aber das werde ich demnächst mal nachholen, wenn ich auch wieder Guthaben habe, ja. Ja, was ich toll fand, ich gebe euch bei allem recht, ihr habt mir auch schon den Zettel fast leer gegrast. Eins hätte ich noch, ist diese, also es ist ja, es fängt ja wie ein Thriller an, mit so einem sehr deutlichen regionalen Einschlag. Also so hat so schöne Aussicht mit John Sinclair.
und nicht eine schöne Aussicht Mord mit Aussicht mit John Sinclair. Ja, ja. Und kriegt ja noch diesen Mystery Touch. Und da finde ich das halt schön, diese Diskrepanz zwischen diesem sehr bodenständigen, sehr gut eingefangenen durch diese sehr reelle Sprache. Also man hat nicht dieses Hollywood-Synchronsprecher-Sprech da drin, sondern eher so einen recht normalen Dialog, wie man aus einem, ich sag mal, aus einem Radio-Hörspiel auch erwarten würde. Also das ist also eher so den Leuten ziemlich gut aufs Maul geschaut ist. Und dann aber eine Story, die eigentlich in einem Genre spielt, was da gar nicht dazu passen. Das fand ich so total spannend, wie gut das doch zusammen funktioniert hat und wie schnell man dann da doch sich da reinziehen lässt. Also das fand ich so einen schönen Aspekt, und das ist sowas, was mich an diesem Hörspiel doch sehr fasziniert hat. Ja, hört euch die zweite Staffel an, kann ich nur sagen. Da wird kommt denn da noch mehr? Also geht es da noch weiter? Also kann man das schon mal vorstellen? Ne? Ja. Ich weiß allerdings nicht, wie der Mann das macht. Der ist, ich folge dem bei Twitter. Also der hat gefühlt jeden Abend irgendeine Live-Schalte auf Twitch gedöns, wo auch immer. Und jetzt wäre er schon draußen. Und hier ist dumm, schreibt dann, ich weiß nicht, Lord Schmetterhemd kommt jetzt ständig raus, das Hörspiel zu machen, der Feuerbringer, Kohlrabenschwarz, die Ghostsitter gehen in ungeahnterweise immer noch weiter. Also es ist, ist mir echt ein Rätsel, wie man das alles schaffen kann. Auch wenn man die Credits liest, ne, irgendwie seine Frau schreibt da ja auch oder liest Lektorat oder ist Co-Autorin, was auch immer, sein Sohn wahrscheinlich oder auf jeden Fall ein anderer, der auch Krabbeis heißt, wird ein Verwandter sein, gehe ich mal von aus, produziert mit oder macht Tonregie oder was auch immer. Und er produziert den ganzen Kram ja auch mit Bumfilm GmbH. Das ist, schreibt das ja nicht nur. Ich könnte ihn ja mal, vielleicht frage ich ihn einfach mal, aber er wird mir wahrscheinlich überhaupt keine Zeit haben zu antworten, gehe ich mal von aus. Das wäre mal interessant. Irgendwo muss die Zeit ja liegen. Ja, schön. Na denn. Gut, dann mache ich mal weiter. Einen hätten wir noch, ja. Ja, einen haben wir noch. Und zwar habe ich einen, sage ich mal, modernen Klassiker, glaube ich, schon mitgebracht. Mhm. Das Ganze heißt Peter Lund, blinder Detektiv, ist erschienen in den Jahren zwischen 2004 und 2011, insgesamt 12 Folgen. Zu Beginn bei dem Label Hörformat aus Hamburg. Und die haben erstmal 8 Folgen rausgebracht, haben sich dann mit der Lauscher Lounge von Oliver Robbeck zusammengetan, haben auch einen großen Vertrieb dann gehabt mit Lübbe Audio. Und ist dann aber leider nach 12 Folgen eingestellt worden, aus unterschiedlichen Gründen. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ich finde es sehr schade, und das ist auch das einzig Negative, was ich eigentlich über die Serie sagen kann, dass es nämlich leider nur 12 Folgen gibt. Aber worum geht's? Es geht um Peter Lund. Peter Lund ist ein ehemaliger Polizist, der 3 Jahre bevor das ansetzt, einen Unfall gehabt hat, während des Dienstes seit diesem Unfall blind ist. Und der sich jetzt in den Kopf gesetzt hat, eine Detektei zu gründen, eben Peter Lund, blinder Detektiv. Und in der ersten Folge sucht er eine Assistentin, die ihm sozusagen zur Hand geht und für ihn das Sehen übernimmt. Er selber sieht ja nichts und ihn unterstützt. Er inseriert, und es meldet sich auch eine junge Frau namens Anna Schmidt, gesprochen von Elena Wilms. Der Peter Lund wird übrigens gesprochen von Marc Bremer. Und das ist so die erste Folge, wo er eben seine Assistentin findet. Aber in der ersten Folge, die heißt Peter Lund und das Keuchen des Karpfens, meldet sich jemand, bei dem sind teure Keukarpfen geklaut worden. Und Peter Lund soll die Karpfen eben suchen. Und so lernen wir den kennen. In jeder Folge verschlägt sie ihn irgendwo anders hin. Viele Folgen spielen im Umkreis von Hamburg und an der Nordsee, aber sie sind auch mal in Finnland, sie sind in London, und überall hat er meistens seine Assistentin dabei, die für ihn Aufgaben übernimmt. Es gibt aber auch Folgen, in denen er seine Assistentin retten muss, weil sie allein unterwegs ist und dann entführt wird. Dann gibt es eine Folge, da sind sie auf einem Schiff. Eine Folge, die es auch grandios spielt, er ist großer Fußballfan, großer St. Pauli-Fan, geht immer ins Stadion mit seinem guten Kumpel, einem Polizeibeamten, den er von früher noch kennt, Oliver Zornvogel, gesprochen von T.T. Mierendorf, der ihm auch immer zur Hand geht, wenn er Hilfe braucht. Dem geht er immer ins Fußballstadion zu St. Pauli. Er ist St. Pauli-Fan, und da gibt es eben eine Folge, die sozusagen auch in Echtzeit spielt, was auch was ganz Tolles ist, was es ganz selten gibt, wo er einen Anschlag verhindern muss. Ich möchte gar nicht so viel verraten, weil es immer schade, wenn man die Gags vorher verrät. Es gibt eine Folge,
wo er selbst eines Verbrechens verdächtigt wird und flüchten muss, wo auch so eine Art Moriarty-Figur eingeführt wird, so ein Oberbösewicht, dann ist es eben auch schön, dass er nicht nur seine Fälle hat, sondern hat auch ein Privatleben. Er lernt eine Stripperin kennen, mit der er eine Beziehung, so eine On-Off-Beziehung führt und die auch immer mal mit reinschneit. Und es ist eine angenehm entschleunigte Serie, wie ich finde, auf die eine Art und Weise. Es ist ja ist nicht so, so eine Haut-drauf-Action, die passiert. Und wenn was passiert, dann ist es wirklich, wenn es schlecht gemacht wäre, könnte man es kalkuliert oder on the nose nennen, also dass ihnen genau immer Sachen passieren, die halt gerade so passen. Aber in den Geschichten ist es wirklich, finde ich, meistens stimmig, was ihm passiert. Und dann ist ihm seine Fähigkeiten, die er verloren hat, ist natürlich schade, dass er nicht sehen kann, aber meistens ist es auch was er als Blinder eben besser kann als Sehende, was ihm dann aus der Patsche hilft. Also es gibt, wie gesagt, diese tolle Folge mit dem Fußballstadion, dann gibt's gleich in der ersten Folge, möchte ich nicht verraten, was der Abschlussgag ist, was sozusagen mit ihm passiert, aber er wird ausgesetzt, ganz allein und einsam, hat nur sein Handy und nur seine Helferin, die ihm helfen kann, und was da mit ihm passiert und wie er da wieder rauskommt, das ist halt auch außergewöhnlich. Es gibt eine Folge mit einem Weihnachtsmann, wo sich jemand als Weihnachtsmann verkleidet und sozusagen als Rächer unterwegs ist, und ist einfach lustig und amüsant und ungewöhnlich, und es hat einen ganz derben Humor manchmal. Es gibt ganz fiese, ganz schwarzen, ganz sarkastischen Humor. Es wird sich äußerst politically incorrect geäußert, auch was das Thema Blindheit angeht. Seine Freunde und seine Kolleginnen, wenn er halt wieder mal gemein ist, der ist nämlich auch sehr arrogant, streckenweise, und wenn er sich gegenüber der anderen mal wieder was rausnimmt, mir fällt gerade der Satz ein, da sind sie auf dem Schiff und es geht irgendwie um Spinnen oder so, und dann fragt er halt sie, ja, haben sie keine Angst vor Spinnen? Und dann sagt sie, ja, nur nicht, wenn ich sie nicht sehen kann oder so. Also es gibt so ganz voll auf die Nase, obwohl er halt blind ist und wo es ihm nicht so gut geht, aber die meisten scheren sich halt nichts und zahlen sie ihm quasi genauso heim, wie es er auch tut. Also er ist auch manchmal ungerecht oder gemein. Er ist aber auch jetzt kein gebrochener Charakter. Also wir erfahren schon mal, dass er irgendwie familiäre Probleme hat, dass er seine Kinder nicht so oft sieht. Aber er ist jetzt auch nicht so eine Figur, die ständig schwer am Leiden ist, sondern der sich mit seinem Schicksal abfindet und ihm das Beste daraus macht. Und es sind, wie gesagt, 12 Folgen, die alle so circa eine Stunde dauern. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Die haben einen goldenen Platz bei mir im Regal. Gibt's noch antiquarisch oder bei pop.de. Ein bisschen Werbung zu machen. Zu einem Sportpreis auf CD, wer die noch haben will. Es gibt's, glaube ich, sogar bei Audible, wo man die noch hören kann. Und ist eine wirklich außergewöhnliche, leider viel zu kurze Reihe. Sprecher sind, weil es ja in Hamburg produziert ist, größtenteils viele Sprecher dabei, die man auch von Europa-Produktionen kennt, etwa von den 3 Fragezeichen, wie Edgar Bessen ist dabei, Katrin Gavlich, oder Fairhaus-Tonstudio wurde aufgenommen, wo ja auch viele Europa-Sachen gemacht werden, wie die 3 Ausrufezeichen oder die Teufelskicker. Also wer Europa-Fan ist, wird da viele Schauspieler wieder kennen. Marc Bremer hört man immer mal wieder in Hörspielen, hat einen eigenen Hörbuchverlag mit seiner Frau Uta Denekamp mittlerweile, macht viele Hörbücher und taucht immer wieder im Fernsehen auf, also in ganz vielen Shows von Kai Pflaume oder in Dokumentationen ist er eben so die Off-Stimme. Da könnte man den kennen. Und der passt wie die Faust aufs Auge in die Rolle. Die CDs sind auch sehr schön gemacht, die in der 2. Auflage der Lauscher Lounge. Hat man Breileschrift drauf gemacht auf die Cover. Und also wer die noch irgendwo kriegen kann, sollte da unbedingt zugreifen. Und das ist wirklich was ganz Außergewöhnliches, was leider viel zu schnell vorbei war. Es sollte aber das passende Regal haben, auch für die, gerade wenn man die Hörformat-CDs kauft. Die sind noch etwas größer, genau. Ich habe jetzt ich habe diese schwarzen. Also die schwarzen meinst du? Die genau, ich habe die schwarzen vom Hörformat. Also die ersten 8 gab es eben von Hörformat. Das war so ein extra hohes, also die waren wie so, das waren so Papier, also aus Pappe, so größere Hüllen. Ich meine jetzt diese schwarzen, die es von der Lauscher Lounge gab, haben ein normales Format und sind eben schön aufgemacht, wie gesagt, mit der Breileschrift und so. Wenn man die alten noch kriegen sollte, dann, wie gesagt, machen wir so ein höheres Regal her. Und es soll, ich habe aus gut unterrichteten Kreisen, ich konnte mit Marc Bremer mal sprechen, es gibt noch einen 13. Fall, allerdings nur als Live-Hörspiel.
Und vielleicht, also ich war es zwar schon ein paar Jahre her, vielleicht kann man den mal irgendwo nochmal rauskramen, dass man den zumindest nochmal zum Download oder so kriegen kann. Der wurde nicht mehr offiziell produziert, aber es, ein Fall muss noch als Live-Hörspiel irgendwo rumflattern. Wurde denn mal, der wurde aber aufgeführt schon, ne? Irgendwie der wurde aufgeführt, genau. Und ich habe mit Marc Bremer mal gesprochen auf der Buchmesse vor ein paar Jahren und der meinte, ja, mal gucken, und weil er jetzt auch einen eigenen Verlag hat und der liegt, also er schwirrt noch irgendwo rum, da muss es eine Aufnahme von geben. Und das wäre natürlich cool, wenn man den irgendwann mal nochmal zugänglich machen könnte. Der heißt dann auch Peter Lund und die 13. irgendwas oder so, würde, hätte der dann geheißen. Mhm. Ja, genau, das so als Insider-Tipp noch. Ich überlege gerade, ob das irgendeine Hörspielmesse mal war, dass der irgendwie im Ausschnitt oder so vielleicht gespielt wurde, weiß ich nicht mehr. Da klingelt aber irgendwas. Es ist eine sehr schöne Reihe. Ja. Oh ja. Und wie du auch sagst, die hat ja auch so ihr Plätzchen und die geht auch nicht weg. Und auch das, was Olaf sagt, stimmt. Die ersten waren in einem komischen Format, warum auch immer. Also breiter, höher, trotzdem quadratisch und zum Aufklappen wie ein Digipack. Dazu auch noch schmaler und in einem dünnen Karton. Ich habe jetzt hier gerade die zweite Folge vor mir liegen. Und ich habe die auch sehr, sehr gerne gehört. Es ist einfach so simpel. Und mittlerweile gibt es auch mehrere Produktionen, die sich dem Mittel bedienen, aber einfach einen Blinden als Protagonist hinzustellen und den Hörer dann einen Blinden erleben zu lassen, das ist ja nun mal ein Kunstkniff, der einfacher nicht sein könnte für ein Hörspiel. Also es liegt ja wirklich auf der Hand, dass was einfach Sinn macht, dass man nur hört und dann einen Blinden dahinsetzt, weil er nun mal in derselben Lage ist wie selber als Hörer. Man sieht ja nichts, also man kann ja nur zuhören und deshalb, das macht das Ganze nochmal spannender. Schön, dass du auch nichts verraten hast, Markus, über das Ende von Folge 1, weil das ist echt auch sehr cool gemacht. Mhm. Oder wie er zwischendurch eine Tonbandaufnahme von einem Anrufbeantworter nochmal analysiert und sich dann Passagen lauter macht, verstärkt und das dann so zusammensetzt, hat sowas wie, welche drei Fragezeichen-Folge war das denn, wo sie das mit dem Eiswagen klingeln raushören, ne? So kann man sich das etwa vorstellen, oder? Nur in... Ja, ja, stimmt. Chiavo Spiegel. Es ist auch alles ein bisschen sehr schlüpfrig, so in Folge 1 auf jeden Fall. Ich glaube später auch. Er wohnt da auf St. Pauli. Nebendran ist eine Videoproduktion, die irgendwie... Ja, da wollen wir Pornovideos laufen, genau. Genau, da hört man immer nur Stöhnen. Also das ist so aus heutiger Sicht schon ein bisschen cringe. Ein bisschen also schon. Ist jetzt so, ist vielleicht nicht so ganz gut gealtert, aber man muss das halt im zeitlichen Kontext sehen. Damals war das, glaube ich, ganz weit vorne. Auch so mit der Stimme von Marc Bremer und wie die Rolle angelegt ist, hat es auch so ein bisschen Raymond Chandler, Marlowe, also dieser Detektiv, und die Wohnung wird auch so beschrieben, er legt da halt keinen Wert drauf, das muss halt funktional sein und so, und ob das jetzt aufgeräumt ist, naja. Also es ist halt so ein Detektiv, so ein klassischer Detektiv, wenn man sich den aus den 50ern vorstellt, mit so einem, also so stelle ich mir vor, wie so ein Lodenmantel mit Hut, so klingt er auch. Aber es ist echt trotzdem eine schöne Reihe. Die Fälle sind super. Tete Mierendorf hatte ich vorher überhaupt nicht als Sprecher auf dem Zettel, bevor er damals dann da mitgemacht hat. Auch hängen geblieben bei mir die St. Pauli-Folge in fast Echtzeit. Also ich glaube, bis auf den Schluss irgendwo am Ende ist, glaube ich, vielleicht eventuell könnte was zusammengerafft sein, weiß ich aber nicht mehr. Auf jeden Fall war es sehr cool gemacht. Ja, tolle Serie. Kann ich auch nur empfehlen. Wenn man da jetzt auch noch die Idee noch kommt. Die Asien-Folge sehr hängen geblieben, wo er dann irgendwie in China oder wo ist er da? Weiß ich nicht. In Hongkong ist er. In Hongkong, was sie alleine gelassen wird. Und das ist auch, fand ich auch total faszinierend und spannend. Wie Folge 2. Ist das bei der Rache des Drachen? Ist es bei der Rache des Drachen schon? Ja. Krass. Okay, gleich bei der zweiten Folge passiert es ja. Ja, also eine Serie, die ich damals, weiß ich noch, immer mal gerne Leuten gegeben habe, die bis auf Kinderkassetten sonst nie irgendwas mit dem Hörspiel zu tun hatten. Mhm. Ich sage, hört euch das mal an. Dann habe ich mal Peter Lund hingeschoben. Das war auch damals so das Einzige, was man wo man so plötzlich gedacht hat, ach guck mal, da meint es jemand ernst mit Hörspielen. Also jetzt nicht nur für so eine nerdige Ecke, sondern wo man gedacht hat, auch das ist echt was für ein breites Klientel. Das kann man auch mal hören, weil sonst, es gab ja hauptsächlich so Gruseltrash in der Zeit. Ja, das war's eigentlich. Ich glaube auch, das war die Zeit, als die Lauscher Lounge versucht hat, mit sowas wie Nebenbei Liebe oder mit so ein paar Einzelhörspielen auch da was Ernsteres reinzubringen. Und glaube ich, um die Zeit, was halt dann leider auch nicht so gezündet hat, die ja in der Zwischenzeit ihre Produktion auch dann als Podcast zur Verfügung gestellt haben und nicht mehr so viel weitergemacht haben. Also das war halt eine Zeit, wo man mal versucht hat, sowas Ernsthaftes reinzubringen. Ja. Das wird auch heute bestimmt gut laufen, könnte ich mir vorstellen.
Schade, ne? So viele Karten bei Audible oder so. Könnte ich mir vorstellen. Bei Audible gibt es ja die, so ein Paket von den ersten 4 Folgen. Da habe ich mir auch gerade schon wieder die Kritiken durchgelesen. Man soll echt keine Audible-Kritiken lesen. Das macht einen, macht einen echt wahnsinnig. Oh, ist voll langweilig. Habe ich eine Folge 2 abgebrochen. What? Ja. Langweilig? Ja, ist, also, ist man gemütlich auch so ein bisschen. Das ist halt für Erwachsene. Ja. Die Musik ist zu laut. Ja, es hat auch schon jetzt mittlerweile ein gewisses Alter. Und das ist halt, ich glaube, ja, schon 10 Jahre, dass die letzte raus ist, ja. Genau. Ja, und da hat hat sich doch viel getan, so im Erzählen und in den Hörgewohnheiten, beziehungsweise sind ja viele Hörgewohnheiten, sind ja durch die geänderten Sehgewohnheiten auch beeinflusst. Wie ja heute alles viel schneller, es muss ja alles viel, viel effektiver sein und wenn man sich heute zum Dialog mal 3 Minuten Zeit lässt, dann ist das für viele schon zu lang. Oh, ja, ist halt, die Leute. Ist halt so, die Leute. Was sagt die Uhr? Zeit für gerade. Du hast nur 1,5 Minuten. Ja, dann würde ich die gerne etwas aus der Reihe nutzen. Ja, weil ich möchte mal was, die Möglichkeit, weil wir so enorme Reichweite haben und so tausende von Hörern. Ich möchte einen unbedingten Hörtipp geben. Ich möchte einen unbedingten Hörtipp geben, und zwar um Weihnachten rum sind wieder viele Hörspiele als Podcast erschienen. Und wer den Bayern 2 Hörspielpool noch nicht kennt, der soll sich bitte die App runterladen und soll sich das Hörspiel Der Name der Rose von 1986 als Podcast runterladen. Eine der größten Hörspielproduktionen aller Zeiten und eine der besten, vielleicht die beste Literaturadaption eines Romans. Oh mein Gott. Ist jetzt kostenlos für lau, für alle, außer für die GEZ-Verweigerer, die sich nicht immer lassen wollen, ist jetzt für alle zu hören. In 4 Folgen gibt es sogar als eigene Podcast-Feed Der Name der Rose nach Umberto Eco von mit Pinkas Braun. Nicht Bernd Lau, sondern Burg, nee, ich weiß den Namen nicht, egal. Von 1986 muss ungefähr zur Zeit rausgekommen sein, als der Film rauskam. Eines der wirklich meiner Top 3 Hörspiele aller Zeiten, und es ist so grandios und es ist ganz fast ohne Action und ohne, also keine Sinclair-Effekte und so, sondern ganz tolle Schauspieler. Manfred Steffen, Pinkas Braun, Wolfgang Büttner, so viele leben gar nicht mehr, Michael Habeck, und es ist eine unglaublich werketreue, und es gibt es jetzt gerade für umsonst, und ihr könnt es euch immer runterladen und immer wieder anhören, und es ist so grandios, und bitte, 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 hört euch das an, weil sonst brauche ich mal gar nicht weiterreden. Punkt. Guck mal, da haben, glaube ich, die Kollegen vom Orcast auch schon darauf hingewiesen, dass das wieder da ist. Ich wollte es nur nochmal, war so happy wie das, wobei ich schon in 3 verschiedenen CD-Editionen im Regal habe, aber ich fand es halt so cool, dass man es das einfach als Podcast nochmal rausgehauen hat, weil das ist wirklich unglaublich, unglaublich grandios. Ja, und der Hund. Da fällt sogar der Hund, ja. Ja. Ein zustimmendes Kleffen. Ja. Und ich empfehle parallel noch den Podcast Ausnahme der Rose. Das ist was ganz. Das ist auch sehr schön. Ja, genau. Ja. Stimmt. Die sind auch lustig, ja. 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 Ja, ihr Lieben. Puh, geschafft. Sind alle sind durchatmen, ja. Ja. Puh. Will noch jemand irgendwas loswerden? Weil wir hatten jetzt nochmal die Grado 5 Werbung reinschneiden. Wir hatten das Thema Eigenstuhltherapie vorher, deswegen schwierig vielleicht. Wir sind heute sehr tief gegangen. Ja, ja, genau. Ja. Im Vorgespräch. Ja, über was? Leute, lasst euch impfen. Lasst euch einfach impfen. Einfach impfen lassen. Scheißegal. Einfach impfen. Und seid froh, dass ihr bei den Vorgesprächen nicht dabei wart. Ja. Ja. Ja, genau. Hoffentlich taucht das nirgends auf. Nein. Ja. Oh, der Hund wird schon böse. Mein Gott, Zeitüberschreitung, ne? Das ist so. Ja, das ist der Hund. Langt jetzt dann recht hier. Wir hatten gesagt, eine Stunde. Ja. Eine Stunde, 3 Minuten, das geht überhaupt nicht. Nee. Ja. Er knurrt sogar. Ja, dann machen wir Feierabend für heute. Ja, ja, Pfiffi. Nächstes Mal der beste Umberto Eco Hörspiel aller Zeiten. Jeder sucht sich eins aus. Das wäre mal das Gleiche. Hauen und stechen um 3 Hörspiele. Ich glaube auch. Ja. Das wird hart. Ja. Nimm mal gucken, was wir dann machen. Wir melden uns dann wieder in einem Vierteljahr dann, ne? Genau. So ist das. Bis dahin. Bleib gesund. Bleib gesund. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao zusammen. Tschüss.